Wenn ihr nachts oft husten müsst, dann kann das euch und euren Partner ja wirklich stören und wach halten. Und es ist dann wirklich sehr, sehr anstrengend, da euch dann neben der Krankheit auch noch der Schlaf fehlt. In diesem Video gebe ich euch daher Tipps, wie ihr das Husten nachts unterdrücken könnt und somit besser schlafen könnt. Den ersten Tipp, den ich euch geben möchte, ist, dass ihr eure Schlafposition ändern solltet. Ihr solltet nicht so, wie hier dargestellt, auf den Rücken liegen. Liegt, wenn möglich, so wie hier dargestellt, dann ist eure Lunge nicht so eingeengt und das führt dann dazu, dass der Husten weniger stärker ist. Ja, ihr könnt diese Liegeposition erreichen, indem ihr zum Beispiel mehrere Kissen aufeinander stapelt und so den Kopf etwas höher gelegt bekommt und das Ganze lindert schon mal massiv den Husten. Ebenfalls ganz wichtig ist es, dass ihr vorm Schlafen nochmal gut lüftet. Das sollte man sowieso machen, aber gerade bei trockener Heizungsluft im Winter ist das wichtig. Und zusätzlich gegen diese trockene Heizungsluft könnt ihr zum Beispiel noch ein feuchtes Handtuch über die Heizung legen, so dass die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht wird und ja, ihr dann nicht mehr so schnell einen trockenen Hals bekommt und der Hals somit nicht so entsprechend gereizt ist. Ebenfalls ist es sehr hilfreich, ein Glas Wasser ans Bett zu stellen. So könnt ihr euren Hals beruhigen, falls ihr husten müsst und falls der Hals doch mal trocken werden sollte. Ebenfalls solltet ihr versuchen, durch die Nase zu atmen, insofern diese nicht durch eine Erkältung verstopft ist. Wenn ihr durch die Nase atmet, dann sorgt das dafür, dass der Hals nicht so schnell austrocknet, wie wenn ihr durch den Mund atmet. Sehr hilfreich sind auch Hustenpastillen. Einige dieser Hustenpastillen oder auch Lutschtabletten gegen den Husten haben betäubende Inhaltsstoffe und damit könnt ihr den Husten dann so lange beruhigen, bis ihr eingeschlafen seid. Ja, solltet ihr in der Nacht wach werden, dann schaut mal in die Verpackungsanleitung rein, ob ihr vielleicht noch etwas davon nehmen könnt und dann könnt ihr wieder beruhigt einschlafen. Sollte euer Husten nach spätestens einer Woche nicht besser werden, solltet ihr unbedingt zwingend zum Arzt gehen. Des Weiteren möchte ich noch erwähnen, dass dieses Video natürlich nicht den Arzt ersetzt, sollten nur ein paar kleine Tipps sein, die mir immer sehr helfen. Ja, ich wünsche euch eine gute Genesung, bleibt mir gesund, euer Mac Peverick.